Nachdem euch die Runde mit Essence und Catrice so gut gefallen hat, geht es heute direkt weiter mit den Top-Produkten 2023 von e.l.f. Und e.l.f. hat dieses Jahr dafür gesorgt, dass wir nochmal einen ganz anderen Blick auf die Marke bekommen haben. Und ich zeige euch einfach die besten Produkte der Marke für euch aus 2023. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Ich bin sehr freudig, denn ich liebe e.l.f., das wisst ihr mittlerweile. e.l.f. hat dieses Jahr für mich einen ganz, ganz großen Sprung nach vorne gemacht. Nicht nur, dass e.l.f. sehr viele spektakuläre Produkte rausgebracht haben, sondern auch viele Produkte rausgebracht haben, die unsere Make-up-Routine wirklich erweitert haben. Und ich dachte mir, ich zeige sie euch mal und will gar nicht so viel Zeit verlieren, weil wir wirklich sehr, sehr viele Produkte haben. Ich verlinke euch alle. e.l.f. gibt es bei Douglas, soweit ich weiß. Wir starten mit dem ersten. Und das ist das hier. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein bisschen meinen Anastasia Beverly Hills Brow Freeze ablöst, aber das ist der e.l.f. Brow Lift. Im Prinzip ist es sehr, sehr ähnlich. Es ist nur deutlich günstiger. Ich glaube, es liegt bei 5 oder 7 Euro. Und es macht genau dasselbe. Ich lasse ja meine Augenbrauen gerade wachsen und habe auch ein Brow Lifting selber hier gemacht, dass sie einfach schon mal so ein bisschen in die richtige Form gehen. Sorgt einfach dafür, dass die Haare wirklich in der Form bleiben. Ich gehe da mit so einem kleinen Spoolie durch, bringe die in die Form und dann nehme ich meinen Finger und drücke es so ein bisschen an die Haut. Mache hier oben alles sauber, randrücken. Fertig. Mehr brauche ich da nicht machen. Das Ganze hält sehr, sehr gut, wofür ich das gerne mache. Die meisten von euch wird es, glaube ich, nicht betreffen, aber ich kriege hier an den Seiten immer so kleine Löckchen und da bürste ich das einfach so ein bisschen durch. Das glättet das und sieht dann immer so ein bisschen ordentlicher aus. Ist auch sehr, sehr gut, falls ihr Babyhaare habt. Vergesst dieses Ela von Pamela Reif Babyhair-Ding. Kauft euch das. Es hält besser, es ist günstiger und es klebt nicht so. Augenbrauen sind drauf. Das Ganze geht wirklich super, super schnell. Fürs Priming habe ich heute zwei Produkte mitgebracht. Und zwar einmal den Liquid Poreless Putty Primer. Den kennt ihr in der festen Form. Ist ja so eine Alternative zu dem Tatcha Silk Canvas Primer. Den benutze ich ganz gerne, weil der halt nicht so verstopfend ist im Porenbereich. Und der gleicht alles so ein bisschen aus. Ich finde auch, dass er schon so ein bisschen mattierend ist, aber nicht so austrocknend. Also das macht er wirklich gut. Ich finde den auch ein bisschen besser als den in dem Töpfchen. Er ist einfach freundlicher zu benutzen. Wenn du so ein Töpfchen hast, dann musst du da reingehen, dann musst du es warm machen, dann musst du es verteilen. Hier hast du ihn schon flüssig und hier hast du wirklich ein sehr gleichmäßiges Ergebnis. Wenn ihr eine trockene Haut habt, würde ich sagen, ist der vielleicht nicht unbedingt was dafür, aber dieser hier. Und das ist der e.l.f. Power Grip Primer. Den kennt ihr schon. Den gibt es ja schon sehr, sehr lange und ist eine sehr, sehr gute Alternative zu dem Milk Hydro Grip Primer. Der ist schon fast so ein bisschen wie Uhu. Also so ein bisschen, also der ist schon sehr klebrig, sorgt aber dafür durch seine Textur, dass er nicht nur feuchtigkeitsspendend ist, sondern dass ihr auch einfach so ein, ich glaube, ihr könnt sehen, die Haut klebt so ein bisschen. Ich lasse ihn wirklich ein paar Minuten antrocknen, weil er dadurch einfach nicht mehr ganz so klebrig ist und dann sich nicht so mit dem Make-up verbindet. Ich habe euch aber neulich ein Reel gemacht, da habe ich den Power Grip Primer mit einer Foundation gemischt, um sehr lang anhaltende BB-Cream zu machen, die einfach eine unglaublich schöne Haut hatte. Im Vergleich, hier ist es natürlich deutlich feuchter. Der Power Grip Primer ist super feuchtigkeitsspendend. Großartiger Primer, den mag ich lieber als diesen hier. Wenn ihr eine ölige Haut habt, würde ich euch aber diesen hier empfehlen. Apropos Haut und Hautpflege, ihr wisst es, seit Monaten zeige ich euch immer in meinen Stories und in meinem Broadcast-Channel, dass ich abends, vor allen Dingen sonntags, meistens mache ich es aber jeden Tag, aber sonntags zeige ich es euch immer, meine Skincare-Routine ein bisschen erweitere und ich freue mich endlich, weil es super, super selten ist und ich das noch nie gehabt habe, einen Rabattcode für Current Body zu haben, wo ich euch ein oder zwei meiner absoluten Lieblinge vorstellen darf. Okay, jetzt wird es wirklich spannend. Ihr wisst ja, dass ich vor, ich glaube, 2 Jahren, 1,5 Jahren mir diese Augenmaske schon ausgesucht habe und ich darauf wirklich schwöre, ich mache das fast jeden Tag und liebe sie sehr. Jetzt dachte ich mir aber, okay, wir gehen noch einmal ein Schrittchen weiter und machen das ganze Gesicht. Und hier ist sie auch schon. Und jetzt müsst ihr aufpassen, jetzt wird es ein
bisschen wissenschaftlich, aber das ist der große Vorteil, denn ich schwöre auf Rotlichttherapie. Ich war mit 14 das erste Mal bei der Kosmetikerin und habe dort das erste Mal Rot- und Blaulichttherapie erhalten und für mich funktioniert das großartig. Falls ihr nicht wisst, was der Vorteil von Rotlichtmasken ist, ich fasse euch das Ganze gerne nochmal zusammen. Ich habe mir zusätzlich auch einige Studien zu Rotlichttherapie durchgelesen und es gibt eine ganz, ganz wichtige Information und das unterscheidet die Maske von Cure & Body zu den sehr, sehr günstigen, die ich natürlich auch schon mal ausprobiert habe. Aber die Wellenlänge des roten Lichtes braucht eine bestimmte Nanometergröße, um in die Haut einzudringen. Und die Cure & Body LED-Maske verbindet einmal rotes Licht und Nahinfrarotlicht. Und ich blende euch hier mal eine kleine Grafik mit ein. Ich lese es mir genau durch, dass ich euch die wirklich richtigen Informationen gebe. Rotes Licht stimuliert die Produktion von neuem Kollagen, beruhigt Rötung und sorgt für einen gleichmäßigen Hautton. Und das kann ich erfahrungsgemäß von mir auch wirklich unterschreiben. Ich sehe einfach, dass meine Haut deutlich besser ist. Auch um die Augen herum ist alles deutlich, deutlich ebenmäßiger geworden. Und jetzt einmal zu den Nanometergrößen. Das Gerät kombiniert rotes Licht 633 Nanometer und Nahinfrarotlicht 830 Nanometer. Das rote Licht geht bis in die Dermis hinein, also die 633 Nanometer. Dort, wo das Kollagen gebildet wird. Das Nahinfrarotlicht geht bis in die Hypodermis mit rein. Also nochmal ein deutliches Stück tiefer und du hast viel mehr Effekt, wenn diese beiden Lichtwellenlängen miteinander kombiniert werden. Das macht einen großen, großen Unterschied. Ich habe mir auch einige Informationen aus dem Internet durchgelesen und die bestätigen das. Also nicht ohne Grund haben Ärzte oder Hautärzte und Kosmetikstudios diese LED-Therapien. Es gibt natürlich einmal blaues Licht, was wirklich gut ist, falls ihr zu Akne neigt. Aber wenn ihr einen gleichmäßigeren Hautton haben wollt, wenn ihr so ein bisschen Hautalterung vorbeugen wollt oder so ein bisschen nachhelfen wollt, ist das rote Licht das Wichtige. Der Vorteil der Maske von Cure & Body im Vergleich zu anderen ist, dass es ganz präzise diese Lichtwellenlängen hat. Es gibt eine Abweichung von ungefähr 5 Nanometern, was völlig ausreichend ist. So 630 bis 638 ist genau das, wo es bis in die Dermis geht, da auch die Kollagenbildung anregt. Das ist sehr, sehr wissenschaftlich. Ich muss es aber mit dazu sagen, weil das einfach der Vorteil dieses Produktes ist. Und ihr wisst es ja, ich hab schon so oft in meiner Broadcast-Channel bei Instagram gezeigt oder in meinen Stories, ich mache es eigentlich jeden Tag, manchmal jeden zweiten Tag. Hier und Cure & Body hat nochmal ein bisschen was anderes gemacht. Und zwar haben sie nicht einfach ganz einfache LED-Leuchten mit in diese Maske gepackt, sondern sie haben die integrierte Pillow-Technologie mit drin. Das heißt, die Art und Weise, wie das LED-Licht aus diesen kleinen Bupsis hier rauskommt, streut das Licht viel, 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 viel gleichmäßiger als nur punktuell. Ich blende euch auch hier einmal die Grafik ein. Es ist sehr, sehr schwierig zu verstehen, wenn man die Bilder nicht sieht. Deswegen erkläre ich es euch einmal mit den Bildern. Ihr seht es, reguläre LED-Leuchten haben einen recht geraden Strahl, der auf die Haut trifft und durch die Pillow-Technologie wird das Licht deutlich gleichmäßiger überall auf eure Haut projiziert. Passt sich gut an. Es sieht jetzt ein bisschen schwierig aus, aber ich liebe das. Ich liebe dieses abendliche Ritual. Nachdem ich meine Hautpflegeroutine gemacht habe, setze ich die Maske einfach auf. Und dann habt ihr hier ein Kabel, was super lang ist, was könnt ihr euch in die Hosentasche stecken. Ihr seht, eure Atmung ist nicht beeinträchtigt. Ihr könnt reden, ihr könnt sogar zwischendurch was trinken, gar kein Problem. Und dann startet ihr einfach hier hinten die Behandlung. Nach 10 Minuten geht das Gerät automatisch wieder aus und ihr seid good to go. Optimal sind 3 bis 5 Mal die Woche. Ich mache es öfter, das hat jetzt keinen negativen Einfluss, aber, und das ist ganz, ganz wichtig, bei solchen Geräten und wenn diese Claims gemacht werden sollen, dass Hautverjüngung gemacht wird, das muss nachgewiesen werden. Und du kannst nicht einfach sagen, ein Gerät macht das, sondern es muss klinisch bewiesen werden und das wurde es bei Cure & Body im Vergleich zu den Produkten, die ihr teilweise für 30 Euro online findet. Ich weiß, dass das Gerät teurer ist, aber wenn ihr einen kosmetischen Vorteil haben wollt, braucht ihr genau diese Wellenlängen. Es hat nämlich wirklich keinen Vorteil mehr, wenn das rote Licht, ihr könnt ja einfach rote LED-Lampen im Bauhaus kaufen. Die haben aber nicht die Wellenlänge, die dringen nicht bis zu der Stelle ein, sondern die penetrieren vielleicht nur bis in die oberste Hautschicht und machen da dann nichts. Also es muss genau
diese Wellenlänge von 630, 633 Nanometern sein und dann funktioniert das Ganze erst. Das muss geprüft werden und Current Body ist der führende Hersteller von den LED-Masken. So sieht das Ganze einmal aus, wenn die Maske an ist. Das seht ihr jetzt natürlich nicht so doll durch die Beleuchtung, aber ich mache das jeden Tag und es fühlt sich wahnsinnig gut an. Und ich kann euch jetzt auch erzählen, wer diese LED-Technologie alles mit Hollywood Stars. Also das ist etwas, was wirklich schon sehr, sehr lange auch erforscht ist, aber jetzt wirklich marktreif für die große Masse gemacht wurde und zwar wirklich nur von Current Body. Deswegen, ich habe ja schon einige Produkte von denen hier zu Hause und ich merke den Unterschied und ich glaube, ihr seht es auch an den Daten, an meinen Stories, seit wann ich die Produkte benutze. Und ich habe mich jetzt für diese Zusammenarbeit entschieden, weil ich jetzt das erste Mal einen Rabattcode dafür bekommen habe, weil ich weiß, dass das kein Schnäppchen ist, aber ich darauf schwöre und jetzt habe ich einen 15% Rabattcode von Current Body für euch bekommen. Der gilt nicht nur auf die große Maske, der gilt auf alle LED-Produkte von Current Body. Ich setze euch das einmal unten in die Infobox. Schlaft eine Nacht drüber, weil das natürlich eine Investition ist, aber die Geräte halten wirklich ohne Probleme. Ich hatte noch nie ein Problem mit der Augenmaske seit 2 Jahren, also wirklich gar kein Problem und ich benutze sie jeden Tag und nicht nur alle 3 Tage, alle 5 Tage, einmal die Woche. Also das macht schon einen Unterschied. Vielen, vielen Dank, Current Body, dass ich diesen Rabattcode mit meiner Community teilen darf. Und ich freue mich jetzt schon auf heute Abend. Es ist unglaublich, also schaut einfach gerne mal vorbei. Und wir hüpfen direkt weiter zur Base. Ich möchte heute keine Foundation benutzen. Es gab mal eine Foundation von Elf. Ich habe die aber nicht mehr. Und ich finde, es ist auch nicht so unbedingt nötig, wenn man das hier hat und das gerne mag. Das ist der Elf Halo Glow Liquid Filter. Glow Booster for Radiant Skin. Gibt es mittlerweile in unzähligen Farben. Ich habe jetzt hier die Farbe 3 Medium. Ihr habt einen großen Applikator und der hat eine gute Deckkraft. Ich habe bei vielen gelesen, ich habe es neulich auch auf TikTok gesehen, ich habe davon aber irgendwie nicht so viel mitbekommen, dass viele den Catrice Liquid Filter nicht so vertragen haben auf Dauer. Probiert mal den hier. Der hat sogar noch ein bisschen mehr Deckkraft als der von Catrice. Es gibt in, glaube ich, sogar mehr Farben als von Catrice. Am Ende des Tages machen sie aber alles dasselbe. Sie haben einen sehr, sehr hohen Glow-Anteil. Die Haut sieht aus wie nass. Der Vorteil ist, dass ihr den nicht unbedingt fixieren müsstet. Ich benutze den sehr, sehr gerne als Foundation. Ich fixiere ja meistens immer so eine kleine Menge. Die Deckkraft ist für meine Haut ausreichend. Ich habe ja auch im Moment Self-Tan drauf, deswegen passt das ganz gut heute. Und ihr habt einfach diesen super ausgeglichenen Look. Also auch gerade, wenn ihr dieses No-Make-Up-Make-Up haben wollt, wenn ihr nicht so diese volle Deckkraft haben möchtet, ist das ein Produkt, wo ich sage, ja, man kann ihn als Primer benutzen, ähnlich wie der von Charlotte Tilbury. Das sind Produkte, die inspiriert sind von anderen Produkten. Ich finde, was Elf aber sehr, sehr gut macht, und deswegen bin ich so ein großer Fan von Elf, dass Elf teilweise die Produkte als Inspiration nimmt und nicht einfach eine billige Kopie von einem Produkt macht, sondern dass sie teilweise besser machen oder zumindest erweitern. Beispielsweise bei dem nächsten Produkt gleich. Einfach die Shade Range ist so unglaublich gut, dass es für alle die richtigen Farben gibt. Hier beim Halo Glow Liquid Filter liebe ich sehr. Habe ich euch schon unzählige Male gezeigt und ist eines meiner absoluten Favoriten. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass der in meinem Jahresfavoritenvideo mit dabei sein wird. Wenn ihr das sehen wollt, meine Jahresfavoriten, dann schreibt mir gerne mal, wie ich das machen soll. Soll ich das aufteilen in High-End und Drogerie? Wahrscheinlich, ne? Ich arbeite den ganz gerne erstmal mit einem Pinsel ein und ihr werdet auch, glaube ich, gleich den Unterschied sehen. Auf der Seite, wo ich den Poreless Putty Primer genommen habe, auf dieser Seite sieht das Ganze etwas mattierter aus im Gegenzug zu dem Power Grip Primer. Also ein Primer macht doch schon einen Unterschied. Ich sehe diese Unterschiede nicht bei allen Primern, die es gibt auf dem Markt, weil viele einfach nur feuchtigkeitsspendend sind. Bei den beiden sieht man jetzt aber, glaube ich, auch vor allem hier im Porenbereich einen ganz gravierenden Unterschied. Ich glaube, der kommt ziemlich gut durch. Gerade in diesem Bereich hier sieht man das schon sehr gut. Ich mag, wie gesagt, beides. Man kann die auch kombinieren. Das ist etwas, was viel zu selten gemacht wird, dass man einfach Sachen miteinander kombiniert. Wenn du sagst, du hast eine ölige T-Zone und eine trockene Stirn, dann nimm doch einfach 2 verschiedene Primer. Damit hast du wirklich das Beste aus beiden Welten. Und man muss dazu sagen, die Elf Produkte sind preislich wirklich, wirklich gut. Ihr könnt übrigens auch auf der Elf-Webseite bestellen. Da dauert der Versand zwar ein Momentchen länger. Ich habe aber noch nie Zoll zahlen müssen. Während der Concealer so ein bisschen in die Haut marinieren kann, kommen wir zu den wirklich spektakulärsten Produkten des Jahres. Ich weiß nicht, kamen die dieses Jahr raus oder ich glaube Ende letzten Jahres. Das sind die Halo Glow Beauty Wands. Farbrange genial. 1, 2, 3, 4. Reicht aus, war wahrscheinlich schon wieder viel zu viel. Die sind nämlich extrem pigmentiert. Das sind
Contour Wands, Highlighting Wands und Blush Wands, mit denen man wirklich extrem viel machen kann. Ich habe jetzt hier die Farbe Fair genommen. Fair ist sehr grau, sehr pigmentiert, aber ihr habt einen sehr schönen Konturton. Gehe hier einfach mal ein bisschen lang, wir blenden das gleich nochmal so ein bisschen aus. Fair ist sehr, 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 sehr grau. Also wenn ihr wirklich einen Konturton sucht, Fair. Es gibt auch noch die Farbe Light Medium. Die ist dann deutlich wärmer. Das ist dann wirklich ein Bronzing-Ton schon fast. Das ist jetzt ein bisschen viel, deswegen gehe ich hier mal so ein bisschen mit dem Schwamm lang, kann das Ganze alles so ein bisschen ausarbeiten und ausblenden und gehe auch direkt weiter mit einem anderen Produkt. Es gibt die zwar als Blush und als Highlight, die will ich jetzt aber nicht benutzen, sondern ich möchte den hier gerne benutzen. Das ist der Putty Blush in der Farbe Maui. Sehr, sehr pigmentiert. Erinnert mich so ein bisschen an die Farbe Pillow Talk. Hat einen Schimmer mit drin. Den setze ich mir hier einfach sehr, sehr großflächig rüber, um das Ganze so ein bisschen aufzuwärmen. Ich möchte heute einen recht blushy Look haben. Gar nicht so unbedingt so bronzy, sondern eher ein bisschen blushy. Ich finde, das passt ganz gut. Wenn die Kontur sehr kalt ist, dann ein bisschen mehr Blush zu benutzen. Kann man auch so ein bisschen über die Nase setzen. Macht das Ganze dann ein bisschen frischer. Der hat Schimmer mit drin, aber auch hier Vielzahl an Farben sind. Ging los mit den Putty Bronzern. Die waren so ein bisschen inspiriert von denen von Fenty. Der hier großartig, unglaublich schöne Farbe und im Prinzip müsste ich das Ganze jetzt nicht fixieren. Ich finde, das hat Elf sehr, sehr gut gemacht. Ich weiß nicht, wie sie die Formulierung so gemacht haben, dass man eigentlich kein Puder braucht. Und ich finde, dass da muss Elf aber, glaube ich, noch so ein bisschen dran arbeiten nächstes Jahr, dass die Zielgruppe sich ein bisschen erweitert. Weil für mich war Elf immer eher so ein bisschen jünger. Aber aufgrund der Texturen und wie die Texturen performen, sind das Produkte, die auch gut für texturiertere Haut funktionieren. Und ich finde das, gut, klar, es ist auch meine Aufgabe, euch das zu sagen. Deswegen mache ich dieses Video. Aber es sieht einfach unglaublich schön aus. Mit einer ganz dünnen Schicht mit dem Halo Glow Setting Powder rüber. Das ist unter den Augen schwierig. Muss man ein bisschen vorsichtig sein im Gesicht. Aber super. Das fixiert die Base, gibt ihr aber einen Glow. Also es hat so einen ganz leichten Schimmer mit drin, aber jetzt nicht so einen groben Schimmer, sondern einen sehr, sehr feinperligen Schimmer, der die Haut so ein bisschen diffus. Du kannst es dir im Deckel geben, brauchst auch nicht viel. Also im Prinzip reicht diese Menge schon aus. Ich arbeite das wirklich gut in den Pinsel ein, so ein bisschen über Kopf und gehe dann einfach grob ein bisschen rüber. Einfach, dass es ein bisschen fixiert ist. Muss wie gesagt nicht sein, kann man aber machen und sieht dadurch natürlich auch sehr, sehr frisch aus. Nur unter den Augen, so kompakt unter den Augen, wie ein loses Puder zum Baken, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt nehmen, weil es da schon immer so ein bisschen unruhig aussehen kann. Unter den Augen bin ich gerne matt. Nehme ich jetzt hier das einmal von Flormar. Da kann ich es auch noch so ein bisschen aufhellen. Der Concealer war gerade ein bisschen dunkel von Trend It Up. Und habe eine sehr flawless Base. Ich gehe trotzdem nochmal rüber mit dem Blush. Mir ist es immer noch ein bisschen zu wenig Blush. Funktioniert auch gut, wenn man schon so ein bisschen abgepudert hat, ne? Also klar, ich würde da jetzt nicht so reiben, sondern einfach nur so ein bisschen rüber. Gar kein Problem damit. Und die Base sieht gnadenlos gut aus. Wunderschön. Ihr könnt mir gerne einmal in die Kommentare schreiben, welche Elf-Produkte ihr für euch vielleicht dieses Jahr entdeckt habt. Gibt es ein Produkt, wo ihr sagt, ja, das hat für euch einiges verändert, dann schreibt mir das gerne einmal in die Kommentare. Ich nehme jetzt mal schnell ein bisschen Bronzer in die Lidfalte, nachdem ich sie fixiert habe. Wusstet ihr, dass die Elf Liquid Eyeshadows mich vor Jahren inspiriert haben, meine eigenen zu machen, weil ich die Textur damals sehr, sehr gut fand. Ich weiß gar nicht, ob es die auch ohne Schimmer gibt. Ich glaube, die sind alle schimmernd, sind so ein bisschen so Holofarben und super spektakuläre Schimmertöne. Ich habe mich jetzt aber für den wirklich langweiligsten entschieden, weil ich den am schönsten finde, gerade für diesen No-Make-Up-Make-Up. Also, das heißt No-Make-Up-Make-Up-Look. Das ist kein No-Make-Up-Make-Up-Look, sondern das ist so ein bisschen Soft-Glam-Look. Die Monolith-Schatten Liquid Metallic Eyeshadows in der Farbe Komet. Haben so ein plattes Lipgloss-Füßchen. Sehr, sehr reflektierend. Gebe ich hier rauf. Ich ziehe jetzt gar nicht so unbedingt eine Cut-Crease mit. Einfach nur grob rauf. Tupf so ein bisschen hin und her. Ich habe so eine leichte Bewegung auf dem Auge. Die kann man gut aufbauen. Oder auch mit verschiedenen Farben kombinieren. Ich finde, das ist aber die schönste Farbe, wenn es so soft sein soll, ne? Also, der hat so ein paar größere Schimmerpartikel mit drin, ein paar kleinere und sieht dann immer sehr, ja, da könnt ihr das, glaube ich, ganz gut sehen, ganz, ganz süß aus. Man kann auch mit diesen Halo Glow Beauty Wands so ein bisschen arbeiten. Die sind aber ein bisschen leichter von der Textur her. Einfach so ein bisschen aufs Zentrum, dann ist es da etwas heller und du hast einen ganz, ganz milden Look, ne? Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, krass, das ist der schönste Lidschatten-Look. Aber ich finde, manchmal reicht das. Ich möchte im Alltag ja den Fokus auf meiner Haut haben und nicht unbedingt auf den Augen. Ich zeige euch aber gleich eine super schöne Lippenkombination. Einfach ein Lip Liner eurer Wahl, der euch gefällt. Ich persönlich mag im Moment wirklich gerne
den All Lip No Trip Glad You're Here Liner von Made by Mitchell in diesem dunklen Braun und blende den so ein bisschen aus. Ich will gar nicht so eine krasse Kontur haben, sondern sehr diffus, sehr diffus. Und jetzt pass auf, es gibt diese Glossy Lip Stains. Die gibt es auch in 150 Farben. Ich habe mich jetzt aber für die Farbe Pinkies Up entschieden. Ist ein sehr nudiger Lippenton, aber die sind vom Feeling her wie die Vinyl Inks von Maybelline. Die trocknen runter und dann trocknen die so glossy runter. Ist ganz spannend, ne? Normalerweise trocknet etwas ja ein bisschen matter runter. Je länger der antrocknet, desto glossiger wird er. Und wenn ihr ihn in einer anderen Farbe benutzt, dann färbt er natürlich auch die Lippen ein. Das tut der auch. Das sieht man halt nur nicht, weil das wirklich fast meine Lippenfarbe ist. Hätte ich den jetzt nicht mit dem Lip Liner kombiniert, hättet ihr fast nichts gesehen. Aber ich habe gleich einen Termin im Steuerbüro und ich wollte nicht mit lilanen Lippen da auftauchen. Das ist eine sehr, sehr schöne Lippenkombination. Sie ist glossy. Sie fühlt sich so ein bisschen an wie ein Lipgloss. Sie ist nicht abfärberesistent, weil ihr ja natürlich diesen Gloss-Effekt abnehmt, aber die Lippen werden halt eingefärbt und somit sieht es nach 4-5 Stunden immer noch recht ordentlich aus. Das Ding ist super klein, aber hier sind trotzdem, ich würde mal sagen, 5 oder 8 Milliliter mit drin und du hast einfach diesen frischen Look auf den Lippen. Ich finde, das ist eine unglaublich schöne Lippenkombination. Ich nehme jetzt nochmal den Lip Liner hier und ziehe mir hier hinten so einen ganz kleinen Wing. Reicht völlig aus, um das Auge so ein bisschen zu liften. Und nehme die Mascara. Mit der habe ich damals auch zusammengearbeitet für eine Kooperation. Und ich finde, dass sie wirklich eine sehr, 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 sehr gute Mascara ist, wenn ihr auf schwarze Mascara steht, die Lash and Roll Mascara. Also e.l.f. hat wirklich viele günstige Alternativen. Und ich fokussiere mir die nur hier außen hin. Ich möchte so ein bisschen so einen Cat-Eye-Look haben. Großartige Mascara. Günstig, glaube ich, kostet 10 Euro oder so. Und das ist der, ich finde den schon fast als sehr, sehr 2023 inspirierten Look. Super reduziert, glowy, bronzy, Fokus auf der Haut. Nicht zu viel, nicht zu doll. Du kannst das Ganze natürlich aufbauen, aber für mich ist e.l.f. wirklich eine Marke dieses Jahr, die sich gemausert hat, die gesehen hat, was funktioniert gerade, was wollen die Leute haben, die bringt super schnell raus und dann ist es auch noch gut. Das sehe ich sehr, 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 sehr selten. Oh, ist schon American hier. Sehr selten und finde, es macht mir sehr viel Freude. Ich bin sehr gespannt, wie euch die Produkte von e.l.f. gefallen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare und für euch nochmal eine kleine Erinnerung. Schaut unbedingt bei Cure & Body vorbei. Dort könnt ihr mit meinem Code noch ein bisschen was sparen. Ich setze euch alles in die Infobox, was ihr dazu wissen solltet. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart und freue mich ganz bald auf euch wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.